Hallihallo, ihr hübschen Menschen, willkommen zurück zu einer neuen Runde Fall Guys. Ich hätte mal eine kleine Frage an euch, und zwar gibt es das hier. Doppeltes Prestige demnächst verfügbar. Feiere die letzten Wochen von Season 5 mit doppeltem Prestige. Bedeutet das, dass mit Season 6 ein neues Update kommt? Weil ich habe schon öfter gegoogelt und irgendwie findet man gar nichts raus und ich weiß nicht. Klaus, bist du zu doof zum Googeln? Oder gibt es einfach keine Infos? Weil prinzipiell hätte ich richtig Bock, einfach mal so auf Weihnachtsmaps oder sowas. Das wäre mega cool. Also falls ihr da genaueres wisst, dürft ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben, wie es mit dem nächsten Update aussieht. Dschungel Jump. Und in der Map waren wir ein Profi, da brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist eine locker Qualifikation. Da brauche ich nicht mal meine Kamera verstellen, so wie ich es hier gerade mache, weil ich einfach sexy bin. Das war auch wieder sexy. Sexy schlecht, scheiße. Mann, ich glaube, ich habe es noch nie geschafft, die kleinen Dinger da zu nehmen. Aber Zombie hatte das damals in der Map gemacht, als wir die zusammen mit Manu bei ihm gespielt hatten. Und seitdem versuche ich das immer. Und das hat noch nie geklappt. Und mit dem hier habe ich oftmals Probleme. Wir lassen uns einmal aufkommen. Kann man das in einem schaffen? Komm, ihr seid doch so kleine Pros. Gebt's doch zu. Ihr macht das wahrscheinlich bei einem Mal, ne? Lol. LOL, LOL. Wait. Okay. I didn't know. Und noch einmal. Komm. Und wir werden hier auch nicht durch die... Okay, die Mitte scheint etwas einfacher zu sein als sonst. Aber auch nur etwas. Hallo? Die bumpen mich. Da sind einfach Leute, die mich bumpen. Und kann ich irgendwann mal sterben? Danke. Scheiße. Okay. So. Wir machen das ganz easy. Und jetzt gehen wir rüber. Ich bin so gut. Oh, ich bin so sexy, Alter. Wolkenrennen! Yeah! Die Map mag ich echt gerne. Also, die würde ich gerne öfter spielen. Vor allem, das Ende ist cool. Da kann man so ein bisschen, was ist passiert, trainieren. Oh Gott. Ja, gut. Jetzt haben wir's. Okay. Hä, hey, der sieht ein bisschen aus wie ich, nur anders. Und wenn ich da weggehe... Oh, schade. Also eigentlich nicht schade, ich wollte nicht sterben. Leute, drückt die Sachen doch nicht, das ist kindisch. Das ist wirklich kindisch. Haha, gedrückt. Haha. Nee, aber wegen des Updates, das war auch so merkwürdig. Also, man findet da irgendwie so ein paar Infos. Das, ich weiß nicht, ob das delayed worden ist. So, das ist halt auch ein bisschen schade. Drückt doch den Knopf da. Drückt doch nicht den Knopf da. Drückt doch den Knopf da. Leute. Fuck. Jetzt weiß ich, was die lila Tür macht. Okay, welcher... Wer macht da den Klaus? Hm, lass mich durch. Und... Ah, nimm mich mit. Ja, kick mich. Ja. Nein, kick mich ins Knie. Nein. Nein, das... Senpai, why would you do this? Oh, Mann. Und kick mich. Moment, ich sollte aufpassen, dass ich nicht... Kick mich hier. Bam. Sollen wir es langsam an... Okay, da sind viel zu viele drauf. Wir gehen nicht hoch. Kann ich hier einfach springen? Ich weiß nicht. Ich glaube, springen lohnt auf Laufbändern einfach nie. Außer dem allerersten Sprung, um aufs Laufband zu kommen. Also hier jetzt ein Sprung und danach nur noch laufen. Und vor den anderen, dass der mich ein bisschen hochhitboxt. Ja, ganz komisch mit dem Update, was ich da gefunden oder nicht gefunden habe. Wenn das delayed worden ist, dann noch bitterer, dass man da irgendwie immer noch keine Infos hat. Dass irgendwie in einem Monat das neue Update kommt. Mit neuen Runden oder so. Wäre mega cool, das einfach zu wissen, sich zu freuen. Ich will mich freuen. Bubble Trouble. Ich habe natürlich eine Ahnung, was das hier ist. Die Map habe ich natürlich schon tausendmal gesehen. Okay. Ah, scheiße, komm, Klaus. Oh, fuck me. Ich habe erst 1 von 15. Okay. Warum sind alle hier bei mir? Könnt ihr woanders hingehen, als auf die Stelle, die ich gesehen habe? Komm, ihr geht doch jetzt alle weg, weil... Spawnen die nicht neu? Okay, das ist kinda awkward. Not gonna lie. Ich dachte, die spawnen neu. Da war ich nicht drin. Da war ich nicht drin. Okay, das ist für jemanden, der so gut mit der Kamera umgehen kann wie mich, wie ich, sehr gut. Ich glaube, wir fliegen hier raus. Das ist nur so eine... Die spawnen einfach immer bei einem anderen Teil. Okay. Die spawnen schon neu, aber immer bei einem anderen Gebiet. Und man muss halt vorher rausfinden, in welchen. Okay, dann gehen wir nach da. Oh Gott, komm, nimm mich mit, nimm mich mit. Sexy. Ja, habe ich nicht bekommen, ne?
Ich weiß nicht. Wir laufen einfach. Kann man hier sterben? Nein, okay. Spawnen die jetzt wieder da hinten? Wir gehen schon mal clevererweise hier hin. Ich glaube, es war nicht so clever, oder? Ja. Scheiße. Doch, es war clever. Okay, Klaus, ganz ruhig. Okay, man könnte ein bisschen aufgeben. Ja, sehr schön, Klaus. Sehr schön, Klaus! Mann, ich wurde ausgeschieden aus dem After von den Gegnern. Rollweg! Was noch interessant wäre bei diesem Bubble Trouble oder so, wie das gerade hieß. Ihr kennt das ja sicher ein bisschen besser. Wie sieht das da aus? Ist das immer die gleiche Reihenfolge, wo die Blasen spawnen? Also wenn ich die nächsten Runden spiele, sieht das dann so aus, dass ich da hier runterspringe, weil ich nicht so clever und smart bin. Das genau wieder da erst in der Ecke mit dem Sprung, dann mit der Windturbine und so. Ist das jede Runde die gleiche Reihenfolge? Das wäre nice zu wissen. Und was mich auch interessieren würde, Leute, kann jemand so schlecht wirklich spielen wie ich gerade? Geht das wirklich? Nein. Kann ich private Lobbys erstellen? Einfach mit, in Anführungsstrichen, 60 Leuten? Könnte man einfach eine Lobby nur mit Abonnenten, Zuschauern und so aufmachen? Was mache ich? Und dann könnte man zu 60 mit coolen Leuten spielen. Geht sowas? Weil dann stehen ja unendlich Optionen hier zur Verfügung, was man alles Cooles machen könnte. Nicht, dass ich das dann tun würde, aber Optionen würden ja bestehen. So ist es nicht. Oh, ich hätte den auch nehmen sollen und runterwerfen sollen. Ich war zu hart am Schwitzen, weil ich so scheiße war. Na, so ein Angriff. Yeah. Da habe ich ja bisher nur gute Erfahrungen mitgemacht. Ach du Kacke, lass dich nicht. Können wir uns einfach... Oh, schade, ich hatte gehofft, dass die Tore einfach nur aufgehen. Geh nicht auf mich. Amogus, du bist kein Nassus. Du Wichser. Oh, ich habe nicht Wichser gesagt. Oh Gott, ich liebe mich, mein Glück und mich. Ich bin nicht raus, weil ich einfach nur lucky bin. Aber das ist krass. Irgendwie wird man in dem Spiel ziemlich oft von Karma gefickt. Seid ihr beiden clever. Ich sag nichts Böses zu euch. Ihr seid clever. Ihr seid super clever. Ihr seid Vollsmord. Oh mein Gott, seht ihr heute schön aus, ihr Nashörner. Nice Moves, die du da drauf hast. Nice Pins. Nice Pins. Nice Pins, habe ich gesagt. Nice Pins. Hilfe. Oh. Ein Arschloch bist du, ein scheiß Hurensohn, Nashorn. Hat das Spiel irgendwie Voice Chat? Also, Hilfe! Hilfe! Das ist nicht fair. Die targeten mich doch gerade. Ich sehe das doch. Ich höre auf zu reden, Leute. Das ist halt schwierig für Videos. Alter. Die haben doch einen Voice Chat. Also, ich kann zwar nicht mit den anderen reden, aber das Spiel merkt, dass ich mit dem Spiel rede. Das nimmt wahrscheinlich einfach nur die Wörter wahr. Und wenn jemand dann mehr redet, ist er halt aufgebracht. Und dann fokussen die. Alter, zwei Drittel einfach rausgeflogen. Krass. Und dann fokussen die einfach den, der hier voll hyped ist. Ausweichmanöver! Nur noch mit 12 Leuten! Das ist aber auch assi, dass es 4 verschiedene Reihen gibt, wenn nur noch 12 Leute da sind. Also, ich bitte dich, Game. Man kann, also, wenn halt 8 Leute zu viel sind, okay. Oh, da war irgendwas. Oh, das ist der Hammer. Ja. Okay, it's too late. Ich muss mich boosten lassen. Oh, Mann. Ich hab's verkackt, oder? Da kommt man nicht rüber. Kann ich ein bisschen... Oh, mein Gott! Das war der beste Boost, den ich je hatte. Und es war der zweite. 3, 4, 5. Ich könnte es noch schaffen, wenn ich es schaffe, geradeaus zu laufen! Bro, please! Alter, lauf, streng dich an, Schatzi. 7? Lol, die ist zurückgeflogen. Ich bin der 8. God bless Obama, Alter. Alter, der Boost war richtig geil. Thorsten Hämmerer! Okay, der erste ist immer da oben. Das heißt, wir gehen da jetzt nach links. Rosa war, dass er an das runterzieht, ne? Ist er schon da oben? Okay, jetzt mal nur Kappa, wie ist der so schnell da hochgekommen? Hä, warum ist das jetzt blau? Ich drück die nicht! Also, das sind zwei Dinger, die ich auf jeden Fall vorher gedrückt habe. Wo ist er denn? Ist das unfair? Also, ich habe nochmal Glück gehabt.
Okay. Das ist absolut Bullshit, auf welche er teilweise zuerst kommt. Ja, das habe ich übersehen. Ja, ist das unfair. Ist das unfair? Wenigstens ist er da dumm. Ja, kann ich nichts machen. Hab mein Bestes gegeben. Ah. Jetzt könnte ich... Ja, das ist... Ich achte halt nicht auf dieses Blau und so. Das ist so scheiße, das regt mich gerade... Ich weiß nicht, das macht mich gerade... Das ist... Ich bin gerade das erste Mal wirklich mad auf das Game. Also ich bin wirklich... Wirklich wütend gerade. Das brennt gerade so in der Bauchgegend. Also wirklich. Und das eine Mal, als er 3 Stück bei sich bekommen hat, wo ich gedacht habe, okay, warte ich auf der anderen Seite, weil ich komme da jetzt eh nicht mehr. Und dann kriegt er 3 Stück direkt hintereinander. Das eine bei ihm direkt daneben und dann wieder das alte. Alter. Und trotzdem nur mit 1 verloren und auch nur, weil ich dann zum Schluss das mit dem Blauen nicht mehr gecheckt habe. Aber ich bin gerade wütend. Ich glaube, ich bin so wütend, weil es zu 100% meine Schuld war. Wenn das Spiel schuld ist, dann ist so easy. Dann ist man einmal kurz mad und gut ist. Aber wenn man selber hätte besser sein können, dann ist das Gefühl irgendwie intensiver. Und deswegen ist das gerade so. Egal. Genug darüber geredet. Sonst reden wir 10 Minuten darüber, wie pissig ich bin. Aber ja, ihr könnt ja mal die Fragen beantworten, ob ihr was über die Updates wisst oder nicht. Und ob man so eine Lobby machen könnte in der Theorie. Ne, das soll nichts bedeuten. Das ist nur eine Frage für mich selber. Mehr nicht. Wo halt 60 Leute... die man einlädt, drin sein können. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Tschüss!